Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um das Jahrhunderthochwasser in Süddeutschland. Und außerdem schauen wir auf den Reisekonzern FTI. Der hat am Montag Insolvenz angemeldet. Und das wirft jetzt zahlreiche Fragen für Urlauber auf, die ihre Sommerreise bei einem der größten Reiseveranstalter des Landes gebucht haben. Und betroffen sind dabei alle Reisen ab morgen. Wir haben Montag, den 6. Juni und ich bin Kevin Knitterscheid. Langsam wird es wirklich gefährlich, weil die meisten Keller sind geflutet. Jetzt kommt dann das Problem mit dem Heizöl dazu, weil die Tanks aufschwimmen und so weiter. Hinter dem gelben Haus ist noch ein Haus, da wohnen wir drin. Und da sind wir erst vor einen Monat eingezogen. Wir haben alles neu gemacht. Ein Hochwasser, das wir in den letzten 70 bis 100 Jahren so wirklich nicht erlebt haben. Wassermassen, die kein lebender Mensch hier bisher gesehen hat. Wir schützen Hab und Gut, natürlich in erster Prämisse Leib und Leben. Wir müssen aber auch bestimmte Bereiche aufgeben, die wir einfach nicht mehr halten können. Es sind Sätze, die verdeutlichen, wie groß die Katastrophe ist, die am Sonntag den Süden Deutschlands heimgesucht hat. Zahlreiche Orte mussten evakuiert werden, nachdem es infolge von Starkregen zu heftigen Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg kam. Und auch am Montag hat sich die Lage kaum beruhigt. Dämme sind gebrochen, teilweise sind die erwarteten Höchstwasserstände in bestimmten Regionen immer noch nicht erreicht und zwei Menschen sind der Flut bislang zum Opfer gefallen. Erst langsam wird klar, welches Ausmaß die Katastrophe hat, auch auf die Versicherungsbranche, die mit einer immensen Belastung rechnet. Wir werden gleich mit Handelsblatt-Reporter Ozan Demircan auf die aktuelle Lage in Süddeutschland schauen und die Frage beantworten, wie sich die Versicherer langfristig darauf einstellen, dass solche Katastrophen immer häufiger werden. Denn der Klimawandel, so sagen Experten, macht starke Regenfälle in vielen Regionen sehr viel wahrscheinlicher. Außerdem sprechen wir heute über den Reisekonzern FTI, der am Montag seine Zahlungsunfähigkeit bekannt gegeben hat, nachdem die Bundesregierung dem Unternehmen während der Pandemie einen Unterstützungskredit gewährt hatte. Wir gucken uns an, was die Insolvenz für Menschen bedeutet, die diesen Sommer eine Reise mit FTI geplant hatten und was mit dem Kredit passiert, für den der Steuerzahler gerade steht. Doch bevor wir jetzt ins Programm starten, wollen wir erstmal mit dem Marktbericht beginnen. Und der kommt heute von Ingo Narrath, Finanzredakteur in Frankfurt. Hallo Ingo. Hallo Kevin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, die deutschen Aktien, die starten heute mit Gewinnen in die neue Woche. Der DAX hat um 1% zugelegt. Was hat den Markt angetrieben? Kevin, jedenfalls keine Firmennachricht. Es war auf jeden Fall die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung durch die EZB am Donnerstag. Und wer liegt vorne unter den DAX-Werten am Montag? Porsche, Infineon, Siemens, Energy, alle mehr als 2% im Plus. Es war aber nicht wirklich was los, also rein von den Unternehmensnachrichten gesehen. Aber doch eine Unternehmensnachricht am Wochenende gab es, die wir am Montag gespürt haben. Kleiner Hinweis. Wenn ich übers Wasser laufe, sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann der. Das hat wer gesagt? Das habe ich nicht mitgekriegt. Berti Vogts. Ach. Das habe ich auch gerade eben erst gelernt. Aber warum komme ich auf den? Ja, war ja Fußballer unter anderem in erster Linie. Weil die Unternehmensnachricht aus der Fußballecke kommt, natürlich. Und die sorgte für den größten Kursausschlag am Montag. Bei wem? Ja, mit dem Hinweis, da kann es natürlich nur eine Antwort geben. Die kam vom BVB, ne? Borussia Dortmund. Haben wir alle gesehen, ne? Aber außerdem, nicht, muss ich gestehen. Außerdem ja auch Mitglied im SDAX als börsennotierte Fußballfirma. Das Aus in der Champions League gegen Real Madrid war natürlich schon sowas wie ein Börsentritt in die Weichteile. Ne? Die Dortmunder waren die Tagesverlierer im SDAX. Kursverlust über 7%. Aber rufen wir mal nach Dortmund, lasst euch nicht entmutigen, auf in die nächste Saison und nach der EM natürlich, ja. Und aber mit der BVB-Aktie können wir die Deutschland-Berichterstattung hier an dieser Stelle schon abschließen. Aber im Ausland ist ja oft spannender, ne? Haben wir gelernt, auch an den Börsen und auch am Montag.
Das ist wahr, genau. Ich habe nämlich zwar nicht auf das BVB-Spiel geschaut, habe aber doch neugierig geguckt, ob Nvidia mittlerweile schon Apple überholt hat als bei der Marktkapitalisierung. Tatsächlich ist das noch nicht der Fall, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie geht's denn dort jetzt nach der Ankündigung weiter, dass man die Aktien splitten, also in 10 Teile und dementsprechend billiger machen will? Ja, Nvidia ist ja wirklich ein Phänomen. Die machen Chips, wie wir wissen, und wir sind da um einige Erfahrungen reicher, wenn wir uns in der letzten Zeit damit beschäftigt haben. Wir wissen jetzt, es kann nur eine geben, und diese eine Firma, eben Nvidia, ist mit einem Börsenwert, du hast es angesprochen, von 2,7 Billionen mit B vorne, wie BVB, ja, Dollar mehr wert als alle deutschen Aktien zusammen. Eigentlich unglaublich, ja. Erfahrung Nummer zwei, wie wir am 22. Mai, ist ja noch gar nicht so lange her, da gesehen haben, da sitzen die Finanzexperten und sicherlich auch einige Anleger nachts hier vor ihren Bildschirmen, um zu sehen, wie die Quartalszahlen ausfallen. Erfahrung Nummer drei, man darf auch als Firmen-CEO schwarze Lederjacke tragen, wie uns der Nvidia-Chef Jensen Huang bewiesen hat. Und Erfahrung Nummer vier, jetzt sind wir bei deiner Anmoderation. Aktionäre können sich die Hände reiben, wenn sie früh genug Nvidia-Aktien hatten. Das ist ein bisschen wie Märchenland, ja. In der Finanzkrise 2008 gab es die Aktie für 1,50 Dollar. Heute kostet die deutlich über 1000 Dollar. War also ein exzessiver Reichmacher. Und genau das ist aus heutiger Sicht das Problem. Der Kurs ist optisch hoch. Das schreckt manche dann vom Kauf ab. Aber es gibt ja ein probates Mittel, Aktiensplitting. So auch hier. Wer am Donnerstag eine Nvidia-Aktie besitzt, bekommt dafür am Freitag 10 Stück. Entsprechend fällt dann der Kurs. Optisch billiger. Aber wird das neue Käufer anlocken? Rein statistisch? Ja, historisch war es so, dass nach so einem Split der Kurs dreimal so stark stieg wie der breite Marktindex über die anschließenden Monate. Das ist ein Wort. Ein anderer Wert, wo wir gerade schon bei der Wall Street sind, der mir aufgefallen ist, ist GameStop. Da gab es wieder einen extremen Kurssprung. Was ist da wieder los? Haben wir wieder Redditor, die den Kurs treiben? Das ist aber jetzt ein extremer Themenwechsel. Ne? Zwar auch Wall Street, wie du sagst, ja, aber die Abteilung, sagen wir, ja, Wilder Westen. Wir erinnern uns, die Aktie, die von den Kommentaren auf der Internetseite unter anderem Reddit bewegt wird und von dem Finfluencer Keith Gill, ja, bekannt unter Pseudonym wie Roaring Kitty oder, habe ich eben auch gelernt, Deep Fucking Value, dürfen wir das unaussprechliche Wort hier mal sagen, weil es ist ja offizielles Pseudonym. Und der Herr investiert schon lange in die Aktie der angeschlagenen Videospielkette. Und der postete am Sonntagabend seinen Depotbestand zum ersten Mal seit 3 Jahren, wie die Insider wissen. Ja, da sieht man, dass er wieder Aktien und Optionen auf GameStop gekauft hat. Und sofort ist die alte Euphorie wieder da. Letzter Kurs war 23 Dollar und erste Indikation jetzt heute am Montag vor der Handelseröffnung an der Wall Street bei 40 Dollar. Aber wir erinnern uns natürlich an den ersten Hype um die Aktie 2021, als der Finfluencer die Aktie auf den 6-fachen Kurs trieb. Danach brach sie ein. Ja, also Schwarmintelligenz in den sozialen Medien, das ist eben manchmal nicht viel mehr als einfach nur schwarmdumm. Ja, wenn ich mich heute entscheiden müsste, zwischen zwei amerikanischen Aktien, zwischen Nvidia und GameStop, also zwischen einem CEO in schwarzer Lederkluft und einem undurchsichtigen Finfluencer, dann entscheide ich mich ganz sicher gegen russisch Roulette und für die Zukunft der KI, für die ja Nvidia eigentlich steht. Ja, und wo wir gerade bei abrupten Themenwechseln sind, habe ich noch ein Angebot, nämlich das Thema Indien. Da gab es das Wahlergebnis übers Wochenende und Ergebnis ist, dass der bisherige Premier Narendra Modi wahrscheinlich im Amt bleiben wird. Das hat auch die Aktienmärkte in Indien bewegt, oder? Ja, es wäre seine dritte Amtszeit und Modi gilt ja als Wirtschaftsfreund. Und kurz zur Einordnung. Seit letztem Jahr ist Indien das Land mit den meisten Menschen, ja, noch vor China,
wächst dieses Jahr und nächstes Jahr so um die 6%. Das ist wohl Platz 1 international. Wir in Deutschland, wir vegetieren, muss man ja fast schon sagen, beim Wachstum mit 0, irgendwas Prozent vor uns hin. Modi hat in den vergangenen Jahren hunderte von Milliarden Dollar in die Infrastruktur gesteckt, Brücken, Straßen, Flughäfen gebaut und das Land ist eine IT-Hochburg, das wissen wir ja auch. Und die Börsianer haben dem wahrscheinlichen Wahlgewinner schon mal gratuliert. Die indischen Leitindizes springen am Montag fast 4% nach oben. Neues Rekordhoch. Ja. Und seit der Pandemie vor 4 Jahren haben sich die Kurse dort verdreifacht. Aber wir haben Indien schon einigermaßen seltsam erst seit ein paar Monaten überhaupt auf dem Schirm, ja, und haben da lange gar nicht hingeschaut. Ist vielleicht der heimlichste Börsenboom der Welt, aber keine kleine Börse. Im Gegenteil, 5.000 Aktien ungefähr, Gesamtwert über 4 Billionen Dollar. Aber jetzt machen wir mal Schluss. Zum Schluss noch den Fantasietest, bleiben aber trotzdem in der Wirklichkeit. Stellen wir uns einfach mal vor, der DAX wäre seit dem Ende der Finanzkrise, Tiefpunkt war ja 2009, so gestiegen wie die indischen Aktien. Wo wäre er dann heute? Das ist eine gute Frage. Ja, da würden wir nicht über 18.000 und ein bisschen reden. Der wäre über 40.000 Punkte. Das wäre so ein bisschen DAX wie mit Superheldenkraft. Ne? Die Inder haben das aber ohne Batman und Co. geschafft. Ja, ein Modi hat gereicht. Und vielleicht können wir in Deutschland von Indien etwas lernen. Rufen wir mal nach Berlin, ja. Das wäre dann schon mehr als eine Zeitenwende nur auszurufen. Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass das auch für uns bei Handelsblatt Today mal ein gutes Thema wäre. Und ich glaube, die Zeile hast du mit deinem Bonmot, der heimliche Börsenboom oder der geheimste Börsenboom der Welt, glaube ich, schon mitgeliefert. Ja, das könnte man so bezeichnen. Ingo, vielen Dank nach Frankfurt. Danke, Kevin. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf www.handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie unser Abo für 4 Wochen lang für nur 1 Euro testen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Ja, die Bilder vom Hochwasser in Süddeutschland, die haben mich gestern ziemlich geschockt. Schier unvorstellbare Wassermassen begraben ganze Dörfer unter sich, Dämme brechen, Menschen werden vermisst. Der Schaden, der dürfte immens sein und Deutschland sollte sich darauf einstellen, dass solche Ereignisse in Zukunft eher häufiger als weniger werden. Warum? Das weiß Ozan Demircan, beim Handelsblatt zuständig für die Versicherungsbranche. Er ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet und spricht mit mir über das Hochwasser und seine Folgen. Hallo Ozan. Hallo Kevin. Ja, ich habe es gerade schon erklärt, die Bilder, die haben mich ziemlich schockiert. Kannst du uns sagen, wie ist denn aktuell die Lage? Ja, aktuell ist Bundeskanzler Olaf Scholz im Flutgebiet in Oberbayern eingetroffen, zusammen mit Bundesinnenministerin Faeser und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder, um sich ein Bild zu machen von dem, was da los ist. Und es sind wirklich, glaube ich, schreckliche Bilder, die sich den dreien dort bieten. Regensburg hat als erste Großstadt den Katastrophenfall ausgerufen. Keller sind überflutet worden. In Baden-Württemberg ist der Rhein wegen des Hochwassers für die Schifffahrt gesperrt worden. Teilweise auch als Vorsorge, denn wenn dort noch Schiffe fahren würden, dann könnte es sein, dass die Wellen dieser Schiffe über die Ufer treten und dann Keller volllaufen lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch heute noch davor, dass es immer noch zu Unwettern kommen könnte, dass also die Pegelstände noch weiter ansteigen. Also es ist katastrophal und es ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn es noch nicht vorbei ist, stellt sich natürlich die Frage nach der Höhe der Schäden. Kann man die schon beziffern?
Das habe ich heute auch den Versicherer Allianz gefragt. Eine Unternehmenssprecherin sagt allerdings, es sei noch viel, viel zu früh, um überhaupt über mögliche Schadenssummen zu sprechen. Der Grund ist der folgende. Viele Keller sind einfach immer noch überflutet. Das heißt, weder die Bewohnerin oder Bewohner noch die Schadenregulierer der Allianz oder anderer Versicherer können derzeit überhaupt in diese Keller rein oder sich die Autos anschauen, die weggespült worden sind. Das ist noch viel zu gefährlich. Und deswegen können die Versicherer auch noch gar nicht beziffern, wie hoch die Schäden überhaupt sein könnten. Das würde nach Angaben der Unternehmenssprecherin der Allianz noch mindestens 2 Tage, eventuell je nach Wetter sogar noch die gesamte Woche dauern, bis überhaupt die Schäden begutachtet werden können. Und auch wenn die klare Summe noch nicht feststeht, kann man aber wahrscheinlich schon sagen, am Ende werden die Schäden eine große Belastung für viele Versicherer sein, die in der Region beispielsweise Gebäudeversicherungen anbieten. Aber auch für Rückversicherer, die ja bei solchen Großlagen sehr oft einspringen, dürften hohe Kosten zukommen. Wie sind denn die ersten Reaktionen aus der Branche ausgefallen? Ja, also mein Eindruck ist, dass die Versicherer dann doch, obwohl sie ja dafür da sind, um bei solchen Fällen Geld auszuzahlen und die Schäden zu regulieren. Mein Eindruck ist, die sind da immer so ein bisschen überfordert, wenn es dann doch wieder zu einem Hochwasser kommt. Denn normalerweise kommt dann immer von der Politik die Forderung oder der Wunsch nach einer sogenannten Pflichtversicherung, also der Pflicht für zum Beispiel Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer, die in der Nähe eines Flusses leben, eine sogenannte Wohngebäude- oder Elementarschadenversicherung abzuschließen. Und dann kommt immer gebetsmühlenartig von der Versicherungsbranche der Reflex zu sagen, nein, das hilft aber auch nicht. Diese Debatte führen Politik und Versicherungswirtschaft auch jetzt wieder. Klar ist aber, dass die Schäden zunehmen, dass die Unwetterereignisse zunehmen und dass diese auch immer teurer werden. Und die Versicherer werden nicht umhinkommen, die Policen für ihre Versicherungen, für Autoversicherungen, für Wohngebäudeversicherungen und eben diese spezielle Elementarschadenversicherung, dafür die Prämien eben anzuheben. Damit haben einzelne Versicherer auch schon in den vergangenen Jahren begonnen. Ob das ausreicht, das werden wir dann wohl am Ende des Jahres sehen, wenn die Versicherer ihre Bilanzen veröffentlichen werden. Jetzt kommt es ja in Deutschland immer häufiger zu solchen Jahrhunderthochwassern, die, wie der Name ja schon sagt, eigentlich nur alle 100 Jahre vorkommen sollten. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren auch in Wuppertal, wo ich wohne, ein solches Jahrhunderthochwasser. Ich kann mich auch noch an das Elbhochwasser vor einiger Zeit erinnern. Und da drängt sich der Eindruck auf, dass es ja immer häufiger passiert. Du hast es jetzt auch gesagt. Woran liegt das eigentlich, dass Unwetterereignisse so viel heftiger, so viel häufiger werden? Ja, es gab ja sogar vor dem Elbhochwasser 2012 gab es schon mal ein Elbhochwasser 2002 und beide wurden auch als Jahrhunderthochwasser bezeichnet oder als Jahrhundertereignisse. Es ist genau wie du sagst, diese Ereignisse werden Jahrhundertereignisse genannt, aber sie treten inzwischen mindestens einmal im Jahrzehnt auf. Der Grund dafür ist Expertinnen und Experten zufolge der Klimawandel, der nämlich dafür sorgt, dass das Wetter nicht nur unberechenbarer wird, sondern tatsächlich, dass zum Beispiel in unseren Breiten in Deutschland Ereignisse wie Starkregen, Gewitter und andere Unwetter und damit zusammenhängend eben auch Hochwasser zunehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man die Versicherer fragt, das ist, glaube ich, die Branche, die den Klimawandel am allerwenigsten leugnen würde, denn das ist messbar. Die Ereignisse nehmen zu, die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse nimmt zu und auch wenn man sich Wettermodelle anschaut, also die sogenannten Risikomodelle, dann sieht man auch, dass die alten Modelle ziemlich veraltet sind und die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände, für Hochwasser, für Hagel immer schlechter vorhersagen können. Wie gehe ich jetzt als Versicherer damit um, wenn ich weiß, dass ich so ein Modell habe, das eigentlich auf eine Welt eingestellt ist, die mit einer sehr viel geringeren Erwärmung eigentlich zu tun hat als die unsere heute? Werden da die Modelle schon angepasst? Wie funktioniert das eigentlich? Ja, also die Firmen, die solche Risikowettermodelle erstellen, das sind meistens Dienstleister, die das im Auftrag von Versicherern oder auch von anderen Firmen machen. Und die haben jetzt in den vergangenen 1-2 Jahren massiv angefangen, in diesen Bereich zu investieren, diese Modelle zu aktualisieren. Übrigens auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Denn die Berechnung von Wetter, die Wettervorhersage, ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Da braucht man sehr, sehr viel Rechenleistung. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen kann dabei helfen. Und die größeren Kapazitäten von Computern und Großrechnern hilft jetzt dabei, auch diese Modelle zu aktualisieren. Ich habe mit einzelnen Firmen auch darüber gesprochen, die jetzt ihre Modelle aktualisiert haben.
Alle sagen unisono, dass sie sehr überrascht davon sind, wie groß eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist oder das Risiko ist, dass es in der Zukunft zu größeren Unwettern kommt. Eine Firma sagt, dass sie jetzt davon ausgehen muss, dass es eigentlich um mindestens 25% wahrscheinlicher ist, dass es auch in Ländern wie Deutschland viel häufiger zu solchen Unwettern kommt, als diese Firma das vor 2 Jahren noch gedacht hat. Jetzt wird die Debatte ja nicht nur in Deutschland geführt. Wir haben gerade die deutschen Hochwasser aufgezählt. Ich kann mich aber auch im vergangenen Jahr an eins in Florida erinnern. Und in der Folge haben einige Versicherer damit begonnen, ja die Unversicherbarkeit sozusagen dieser Region auszurufen. Das heißt, es gibt für Immobilienbesitzer in diesen Regionen möglicherweise gar keine Gebäudeversicherung mehr. Inwieweit müssen wir uns in Deutschland auch auf sowas einstellen? Genau, in den USA gibt es solche Fälle, da sind in besonders gefährdeten Gebieten wie Florida, wo es regelmäßig zu Hurricanes kommt, Versicherer aus dem Markt ausgestiegen. Der Grund, das muss man dazu sagen, ist eine sehr spezielle Regulierung in den einzelnen US-Bundesstaaten. Diese Regulierung verpflichtet die Versicherer zum Beispiel dazu, ihre Versicherungspolicen zu einem bestimmten Preis anbieten zu müssen. Das heißt, auch wenn das Risiko steigt, auch wenn die Schäden steigen, müssen die Versicherer ihr Preisniveau halten und dürfen die Policen nicht verteuern. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland werden viele Verträge, zum Beispiel bei der Autoversicherung, zum Jahreswechsel erneuert. Und wenn die Versicherer merken, dass die Schäden in die Höhe gehen, dann steigen eben auch die Policen. Deswegen würde ich jetzt im deutschen Markt, im deutschen Versicherungsmarkt, nicht davon ausgehen, dass hier einzelne oder eine große Anzahl Versicherer aus dem Markt aussteigen werden. Worauf sich allerdings Versicherte meiner Meinung nach einstellen sollten, ist, dass die Preise für ihre Versicherungen in der Zukunft weiter ansteigen werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Hochwasser in Süddeutschland schauen, was würdest du da Betroffenen empfehlen, deren Keller jetzt vollgelaufen ist oder deren Auto weggespült wurde? Also sowohl Versicherer als auch Verbraucherschützer raten dazu, vorsichtig zu sein. Nicht auf eigene Faust in den Keller reinzugehen versuchen. Das Risiko ist viel zu groß, dass es zu einer erneuten Flutwelle zum Beispiel kommen könnte, dass der Keller erneut vollläuft und man dann in den Fluten gefangen ist. Das sei viel, viel zu gefährlich. Das Zweite, wovor Versicherer vor allem warnen, ist jetzt auf eigene Faust auch schon den Handwerker zu beauftragen, der dann vielleicht schon hier und da einen Schaden begutachtet und reparieren kann. Denn das kann dazu führen, dass dann der Versicherungsschutz erlischt. Das heißt, auch wenn vielleicht die Not groß ist und vielleicht das Verlangen da ist, jetzt schon mal schnell was zu reparieren und den bekannten Handwerker oder die Handwerkerin aus dem Dorf anzurufen und schon mal ins Haus zu bestellen, das kann dazu führen, dass dann die Versicherung nicht dafür aufkommt, wenn der Handwerker dann auch die Rechnung irgendwann einreicht. Ozan, an der Stelle vielen Dank fürs Gespräch und für die Hinweise für unsere Hörer. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir sicherlich noch häufiger besprechen werden. Ciao, Kevin. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten wichtigen Thema heute, der Pleite des Reiseveranstalters FTI. Am Montag hat Deutschlands drittgrößter Reisekonzern die Insolvenz angemeldet und die wichtigsten Fragen dazu, die stellen wir jetzt Jens Kohn, der für das Handelsblatt aus Frankfurt über die Mobilitätsbranche berichtet. Hallo Jens. Hallo Kevin. Ja, ich habe es eben schon in der Anmoderation erwähnt, am Montag hat FTI seine Zahlungsunfähigkeit verkündet. Was ist beim Unternehmen schiefgelaufen? Tja, wo so einiges, kann man sagen. Also FTI ist ja seit langem mit sehr spitz gerechneten Urlaubsangeboten im Markt. Das ist in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, ich nenne es mal diplomatisch wirtschaftlich sehr anspruchsvoll. Es fällt schwer, Profit zu erzielen. Schon vor der Pandemie war es eng. Jetzt boomt die Reisebranche zwar, aber FTI ist seit Monaten in den Schlagzeilen mit Investorensuche, Schuldenschnitt und so weiter und so fort. Da wundert es mich offen gestanden nicht, dass die Kunden sich bei den Buchungen zurückgehalten haben. Auch die Partner, wie etwa die Hotels, haben sich zurückgehalten. Die wollten das Geld vorher sehen.
Und das alles war wohl dann irgendwann nicht mehr zu stemmen. Und irgendwann macht sich ja ein Management auch der Insolvenzverschleppung schuldig. Da muss man dann halt zum Gericht gehen. Das war wohl jetzt der Zeitpunkt. Jetzt habe ich selber keine Reise bei FTI gebucht, aber ich bin natürlich Steuerzahler. Deswegen verzeih mir, wenn ich mit dieser Frage anfange. Der Bund, der hat FTI mit einem Kredit ja aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterstützt in Höhe von 600 Millionen Euro. Du hast gerade schon das Thema Schuldenschnitt angesprochen, das in den vergangenen Wochen durch die Schlagzeilen ging. Der Kredit, der sollte abgelöst werden mit Verlusten für den Bund. Ich habe von Schätzungen von bis zu 50% gelesen, die da verloren gingen. Jetzt im Rückblick, wäre das für den Steuerzahler die richtige Entscheidung gewesen? Ja, ich verstehe die Frage, Kevin. Das sieht erstmal nach einem faulen Deal aus, da gebe ich dir recht. Aber der WSF ist dazu verpflichtet, bei Staatshilfen in jedem Fall das Beste für den Steuerzahler herauszuholen. Bei den Hilfen für Lufthansa und TUI waren das ansehnliche Zinszahlungen. Da ist der Steuerzahler mit Gewinn rausgegangen aus diesen Hilfen. Im Fall von FTI wäre eine Art Schuldenschnitt die beste Option gewesen, tatsächlich. Es wäre zwar weniger reingekommen, als man ausgegeben hätte, aber bei einer Insolvenz, wie sie nun eingetreten ist, ist offen, ob überhaupt noch was zurückkommt. Also der Deal mag ungerecht gegenüber TUI und Lufthansa sein, aber er wäre nach meiner Einschätzung schon im Sinne der Steuerzahler gewesen. Wie viel Geld fehlt denn tatsächlich, dass FTI den Geschäftsbetrieb hätte aufrechterhalten können? Tja, eine gute Frage, Kevin. Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Die Rede ist von einem zweistelligen Millionenbetrag. Einige Quellen sprechen sogar von bis zu 200 Millionen, was dann natürlich ein dreistelliger Millionenbetrag wäre. Es geht um Geld, was fehlt, bis der potenzielle Käufer Certares, auf den kommen wir bestimmt gleich noch, seine zugesagte Finanzierung überwiesen hätte. Das hätte er erst gemacht, wenn die Übernahme abgeschlossen gewesen wäre. Aber das sind alles inoffizielle Angaben. Ich habe keine konkrete Zahl, wo ich meine Hand für ins Feuer legen könnte, dass die stimmt. Das klingt, selbst wenn wir über 200 Millionen reden, ja im Verhältnis zur bereits geleisteten Unterstützung, ich habe es gerade gesagt, 600 Millionen Euro Kredit vom Bund, eigentlich nach gar nicht so viel Geld. Und vor der Anmeldung der Insolvenz, so war zu lesen, hatte FTI ja auch für diese Summe, die gefehlt hat, erneut beim Bund um einen Kredit gebeten. Diese Bitte wurde abgelehnt. Sind die Aussichten wirklich so schlecht, dass man nicht einen zweistelligen Millionenbetrag hätte investieren können, um vielleicht den größeren Kredit doch noch irgendwie zu retten? Ja, gute Frage erneut. Also wie gesagt, die Reisebranche boomt. FTI ist aber ein besonderer Fall. Eine große Unsicherheit, was die Zukunft angeht, zurückgehende Buchungen. Und ich habe mich mal erkundigt bei einem Bekannten, der sich da auskennt. Der Staat darf nur mit Bürgschaften aushelfen, wenn er davon ausgehen kann, dass das Unternehmen überlebt. Alle anderen Hilfen sind sehr schnell im Bereich einer Beihilfe, die dann wiederum in Brüssel genehmigt werden müssten. Und ich glaube, das Risiko hat man gescheut. Vielleicht sogar auf allen Seiten, vielleicht auch bei Certares, ist eine Mutmaßung. Ich glaube, das wäre ein Riesenakt gewesen, das durchzudrücken. Und von daher blieb wohl nichts anderes übrig, als zu sagen, nee, das kriegen wir nicht durch. Und zu deiner Frage zurückkommend, ja, ich glaube, für FTI sah die Zukunft nicht sehr rosig aus. Ja, das werden sicherlich auch die Investoren wie Certares so gesehen haben, die ja auch davon abgesehen haben, da nochmal Geld nachzuschießen. Da stellt sich für mich die Frage, wie ist eigentlich Certares? Ich kannte das Unternehmen vorher nicht. Ja, ich kannte es lange auch nicht, das stimmt. Also übernehmen wollte FTI, wie gesagt, der Finanzinvestor Certares, der kommt aus den USA. Dieser Investor kennt sich in der Reisebranche gut aus. Er wäre also der Richtige schon gewesen. Er ist an verschiedenen Hotelgruppen beteiligt. Er ist zudem beim Geschäftsreiseanbieter American Express GBT beteiligt, ebenso bei Voyageurs du Monde, ich hoffe, jetzt ist das richtig ausgesprochen, einem Reiseanbieter in Frankreich und in Deutschland, daher kannte ich ihn und vielleicht auch viele Hörer oder Leser, in Deutschland wurde er dadurch bekannt, dass er eine Zeit lang gemeinsam mit Delta Airlines und Air France für die italienische ITA geboten hat, um die er gerade Lufthansa kämpft. Gerade weil sich Certares gut auskennt, hat man vielleicht gemerkt, dass der Deal mit FTI sehr, sehr schwierig werden würde. Vielleicht hat Certares auch unterschätzt, wie lange es dauert, bis die Übernahme kartellrechtlich genehmigt wird. Alles Mutmaßungen, bisher äußert sich Certares nicht zu dem Fall. Ich kann mir vorstellen, dass für nicht nur für Certares, sondern auch für viele bestehende FTI-Investoren die Lage sehr, sehr ärgerlich ist. Fast noch ärgerlicher dürfte die Lage aber für viele Kunden von FTI werden, die jetzt entweder gerade auf Reisen sind oder eine Reise demnächst geplant und vielleicht auch sogar schon angezahlt haben. Vielleicht fangen wir mit der ersten Gruppe an. Kommen die betroffenen Kunden denn jetzt noch nach Hause, die sich gerade unterwegs befinden?
Davon gehe ich aus. Ist eine der wenigen guten Nachrichten in dieser Pleite. Nach der Pleite von Thomas Cook wurde der Deutsche Reisesicherungsfonds gegründet. Der heißt so, komplizierter Name. In diesen Fonds zahlen Reiseunternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro und mehr einen umsatzabhängigen Beitrag ein, aus dem dann zum Beispiel auch die Rückreise finanziert wird von Kunden, die jetzt irgendwo an ihrem Urlaubsort feststecken. Dieser Fonds zahlt nicht nur die Rückreise, er übernimmt auch die Organisation für die Passagiere. Also er besorgt die Flüge, auf ganz primitiv ausgedrückt. Auf der Webseite dieses Reisefonds, Reisesicherungsfonds, gibt es schon eine Telefonnummer für alle betroffenen Kundinnen und Kunden und auch einen Link, wo man quasi seinen Antrag einreichen kann. Das soll alles sehr einfach und sehr schnell gehen. Bin gespannt, ob es auch funktioniert. Ja, wir werden auf jeden Fall die Telefonnummer und auch den Link in den Shownotes verlinken, sodass Sie, liebe Hörer, auch darauf zugreifen können und nicht rumsuchen müssen im Internet. Dann lass uns doch kurz zur zweiten Gruppe kommen. Wie sieht's denn mit denen aus, die vielleicht eine Anzahlung schon für einen Urlaub geleistet haben, aber die Reise noch nicht angetreten? Kriegen die ihr Geld zurück? Ja, also ihr Geld kriegen sie relativ sicher zurück. Auch dafür ist dieser Fonds, den ich gerade erwähnt habe, zuständig. Das ist im Reiserecht so festgeschrieben. Ich gehe davon aus, das ist eine Vermutung jetzt, dass das Geld dann in den kommenden 4 bis 6 Wochen fließen wird. Wir müssen abwarten, wie gesagt. FTI ist der erste große Fall für diesen Fonds. Ist eine echte Herkulesarbeit, die Experten dort jetzt bewältigen müssen. Fest steht schon, ich glaube, ihren Urlaub, zumindest den sie mit FDI gebucht haben, den können sie, ich sag's mal salopp, abhaken. Sie müssten sich wahrscheinlich einen neuen suchen. Und wenn ich mich so in die Situation der Kunden hineinversetze, dann ist natürlich eine Herausforderung. 4 bis 6 Wochen dauert es, bis das Geld da ist. Die Sommerferien beginnen demnächst. Also man müsste dann aus eigener Kasse einen neuen Urlaub finanzieren. Ich weiß nicht, ob jeder Haushalt diese Mittel hat. Das ist schon eine Herausforderung für viele, die sich vielleicht sehr auf ihren Urlaub gefreut haben. Ja, das ist natürlich das eine, finanzieren. Das andere ist natürlich, man muss auch Kapazitäten finden. Ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass durch die Pleite von FTI jetzt doch wieder das ein oder andere Hotelzimmer frei sein wird, das vorher nicht frei gewesen ist. Heißt das vielleicht, dass die Kunden der anderen Reiseveranstalter sich verstärkt auf Schnäppchen freuen dürfen, weil da günstig Kontingente abgekauft werden können? Ja, das kann schon sein. Ich glaube schon, dass zum Beispiel Hoteliers, die mit FTI zusammengearbeitet haben, ihre Zimmerkontingente jetzt sehr schnell wieder auf den Markt schmeißen werden, weil die wollen natürlich auch Sicherheit haben, die wollen den Cashflow haben, die wollen Garantien haben, dass die Zimmer belegt sind. Da wird vielleicht auch das ein oder andere Schnäppchen dabei sein. Grundsätzlich gilt natürlich, wenn FTI auch wegen der eigenen wackeligen Geschichte sich auf Konditionen einlassen musste, die nicht so gut sind, dann wird zum Beispiel eine TUI, wenn die jetzt da reingehen würde und sagen würde, wir übernehmen das Kontingent, dann würden die sagen, nee, wir übernehmen das Kontingent, aber nur zu unseren eigenen Konditionen. Ob diese guten Konditionen dann auch an die Kunden weitergegeben werden oder ob man auch sagt, naja, die Kunden müssen ja, wir warten jetzt einfach mal, die Reisepreise steigen sowieso schon lange. Tja, da wage ich keine Prognose, Kevin. Reisepreise, das wird ist echt schwer vorher zu sagen und wir müssen abwarten. Das werden wir tun. Eine Gelegenheit für Schnäppchen könnte das ja nicht nur für Reisende sein, sondern vielleicht auch für andere Unternehmen, die sich für FTI interessieren. Insolvenzen sind ja für viele Wettbewerber oft eine günstige Einstiegsgelegenheit. Steht denn da vielleicht auch schon ein weißer Ritter bereit, der sich für FTI interessiert? Ist mir nicht bekannt und offen gestanden, ich glaube auch nicht dran, Kevin, weil mir ist nicht bekannt, dass in der Reisebranche irgendein Reiseveranstalter übernommen wurde, der pleite ging. Das beste Beispiel ist Thomas Cook. In der Reisebranche ist, glaube ich, Abwicklung eher Standard. Und ich denke mal, dass es eher darum gehen wird, sich die Kunden zu schnappen, die dann auf den Markt kommen. Ob ich bei FTI buche oder bei Soneo, das ist die Günstigmarke von TUI zum Beispiel, oder anderswo, wo es gute Reisepreise gibt, das ist ja am Ende egal. Dazu braucht man das Unternehmen nicht zu übernehmen. Und ich glaube nicht, dass FTI verkauft wird, ist meine aktuelle Prognose. Das heißt, es wird schwierig für die rund 11.000 Mitarbeiter, die FTI aktuell hat, wie es da weitergeht. Wir werden den Fall weiter beobachten. An der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Jens. Sehr gerne, Kevin. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gern eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App da. Und wenn Ihnen etwas gefehlt hat oder Sie selbst mal einen Themenvorschlag einreichen möchten, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today@handelsblatt.com oder eine SMS per WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar an die Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden.
Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.